fühle mich spitze. Hast du das gesehen, Petra? Petra? Hüter? Obwohl, die Funkrelais ist mit dieser spektakulären Landung zerfetzt. Unheilvolle Musik, bitte. Okay, ihr Hübschen, zurück in eure Käfige. Ich sagte, zurück in eure Käfige! Jetzt bin ich stinkig. Habt ihr wirklich nicht mehr drauf? Hilf mir mal, meine Kleine. Ich komme nach Hause, Ace. Okay. Ich glaube, das war's. Ich glaube, der ist tot. Kate! Oh. Petra! Was geht da unten vor sich? Melde dich, Kate! Hey, willkommen zurück. Wir sind mindestens 20 Stockwerke in die Tiefe gestürzt. Und ich kann Kate nicht erreichen. Petra auch nicht. Rette Kate. Okay, ich weiß nicht, ob der noch zu retten ist. Ich meine, sein Geist ist weg. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass er stirbt, wenn man ihn tötet, weil er kann nicht wieder hergestellt werden. Nimm dich vor entflohenen Gefallenen in Acht. Aber irgendwas stimmt mit diesem Äther nicht. Das war jetzt irgendwie früher dramatisch, als ich dachte. Und gefällt mir so gar nicht. Was? Wo? Da.
Irgendetwas ist auf freiem Fuß. Und zwar ganz in der Nähe. Mhm. Und ich glaube, das ist nichts Gutes. Ach du Scheiße. Wow. Okay. Das sind diese Typen mit ihren Ketten, Alter. Den will ich nicht begegnen. Hör auf, geh weg. Alter. Das sind ja Leibeigene 2.0, Alter. Ey. Noch mehr davon, bitte? Komm. Alter. Ich will doch nur meinen Kumpel retten. Wenn das überhaupt noch geht. Okay. Diese Viecher, das waren mal Gefallene. Waren? Was sind sie denn jetzt, wenn sie keine mehr sind? Das kann nicht gut enden, was hier passiert. Die Gefallenen sind nicht einfach so geworden. Jemand hat sie dazu gemacht. Aber wer? Das ist das Interessante. Ich will nicht, dass die alle auf mich zukommt. Hilfe! Okay, die sind wirklich ein bisschen wie die Leibeigenen, so bewegungsmäßig. Alter, nein! Geht weg! Eieiei! Alter! Kommen jetzt nur noch die, oder was? Ich entdecke Aktivität unter uns, aber kann immer noch niemanden über Comms erreichen. Ja, war doch klar, dass sie jetzt da rauskommen. Na, komm. Ich muss die auf jeden Fall auf Entfernung halten. Wenn die mich erstmal erreichen, wird's richtig brenzlig, glaube ich. Na, da ist noch ein größerer Tilger. Den will ich auch nicht auf mich zukommen lassen. Hilfe! Gehen Sie bitte weg. Gehen Sie bitte weg. Oi, 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 oi. Da hatte ich ja gerade ein bisschen Angst. Alter Schwede. Nein, nicht schon wieder so einer. Geh. Mit Gott, aber geh. So. Na, wieder inspizieren. Hallo. Je weiter wir nach unten kommen, desto mehr Äther sehen wir. Ja, gut, dass ich inspiziert habe, Mann. Was für eine großartige Info. Danke, lieber Geist. Wir laufen. Hui! Ich habe auch nur ein bisschen Bammel vor dem, was da jetzt kommen wird. Okay. Was? Warum? Warum verschwinden die einfach? Warum können die das? Und zu was werden die, wenn ich da ankomme? Wir müssen mal kurz hier die Gegend betrachten. Das sieht alles so cool gemacht aus. Mir gefällt das wirklich. Tolle Umsetzung. Tolle Umsetzung. Science Fiction, wie ich mir das vorstelle. Richtig geil. So. Wir gehen immer weiter vor. Da ist noch mehr Äther. Ich wette, da ist irgendein Riesenviech, was sich diesen Scheiß einverleibt und dadurch immer stärker wird. Ein Räuber, die haben wir auch noch nicht gehabt. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich noch nie von Räubern gehört habe. Die haben komische blaue Fähigkeiten, die mir sehr wehtun. Geht weg, geht weg. Und du auch. Danke.
Okay, da hinten war wieder blaues Geleuchte. Okay, noch mehr Räuber, alles klar. Okay, auch die verschwinden einfach. Oder werden irgendwo hingesaugt? Ich weiß es wirklich nicht, ey. Und ich weiß auch nicht genau, wie sehr ich das wissen will. Oder ob ich einfach nach Hause gehe und mache mir einen schönen Leben. Ich werde Farmer. Ich glaube, ich werde Farmer. Ich baue mir eine kleine Ranch irgendwo in der europäischen Todeszone auf und gebe mein Licht jemand anderem. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Um einen ruhigen Lebensabend zu verbringen. Was ist los, korrumpierter Räuber, hä? Kommt doch. Versteckt euch auch nur da hinten, ne? Und wartet ab. Da, du auch. Du auch. So. Weiter kann das gehen. Okay. Bitteschön. Ich hatte gerade eine kleine Panikreaktion. Und deswegen habe ich gedacht, schmeiße ich einfach eine Granate in sein Gesicht. Und das hat funktioniert. Gut sogar. Wie zugeschweißt. Es muss einen anderen Weg geben. Mhm. Ja, aber welchen? Den da? Ja. Ja, na toll. Jetzt wieder mit Beleuchtung. Alter. Mach doch sowas nicht, das ist doch kein Horrorspiel. Das ist sehr unangenehm. Möchte hier schnell wieder raus. Alter. Geht weg. Ja, Widerling. Das ist genau das richtige Wort für die Viecher. Alter. Vor allen Dingen explodieren die und tun mir weh. Das finde ich blöd. Das sind keine Gegner für mich. Geh weg. Aua. Das hat wehgetan. Hab ich doch gesagt. Nein. Du kommst nicht zu mir. Nein, du auch nicht. Ich habe Wichtigeres zu tun. Gehen Sie bitte woanders. Blöd sein. Ich häng fest. Am Rohr. Ah! Gott, ich erschreck mich die ganze Zeit. Ja, genau, das auch noch, ey. Wie viele noch? Ich hab Angst vor denen. Ich finde die richtig ekelhaft. Alter. Oh Gott. Das sind keine Gegner für mich. Wirklich nicht. Was? Nein. Kates Geist. Sie ist tot. Ohne seinen Geist stirbt Kate. Wir müssen ihn finden. Ich hab's doch gesagt. Oh Gott. Alter. Richtig schwitzige Hände von diesen widerliegenden Viechern, weil das echt. Kann ich hier bleiben? Okay, wir machen es mal so. Das bringt vielleicht am meisten, erstmal direkt ein bisschen was wegzuballern hier von dem. Alter, was? Ui, das ist heftig. Damit habe ich nicht gerechnet. Dass es so extrem wird. Alter. Okay. Ein bisschen, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was von den anderen Viechern weg. Räuber haben wir hier, okay. Bitte keine Widerlinge, ey. Das will ich nicht. Nope. Jetzt wird's dunkel. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Hilfe!
Gut, dass ich so beherzt mit meinem Super angegriffen habe, ey. Ah, er macht schon wieder das Licht aus. So, ihr könnt euch komisch bewegen mit diesem Äther-Scheiß, ne? Das finde ich ein bisschen nicht cool. Geh weg. Oh. Eieiei. Da ist er, ne? Schade, ich dachte, ich könnte da durchschießen, das wäre zu gut gewesen. So. Mal ein bisschen was vom Kopf hauen hier. Und die nächste Bagage an Räubern kommt natürlich auch geflogen. Und weiterlaufen wir. Und rutschen hier mal um die Ecke. Hauen uns hier mal einen Heilkreis hin. Und räumen derzeit alles aus dem Weg, was wir so finden können. Dich auch. Inklusive dem dicken Typen hier. Geht weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich habe zu tun. Und zwar überleben. Ist mein Hauptauftrag gerade. Bitte unterlassen Sie sämtliche Angriffsaktivitäten in meine Richtung. Und lassen mich bitte diesen Wahnsinn beenden. Gehen Sie weg. Ja. Ja, den kriege ich doch klein. Ja, wunderbar. Richtig gut. Ich wusste, dass das klappt. Halt durch, Kate. Wir kommen. Ja. Wir sind auf dem Weg. Auf jeden Fall. Wir lassen dich nicht im Stich, Kate. Egal, wie hoffnungslos es scheinen mag, wir sind auf jeden Fall für dich da. Kurz und schmerzhaft. Hey du, sitzt meine Frisur? Sprachlos. Wie immer. Oh nein. Nichts mehr. Es tut mir leid. Hör mal. Das ist nicht deine Schuld. Das kommt davon, wenn man mal nett ist. Sag, Savala und Ikora. Vorhut ist die beste Wette, die ich jemals verloren habe.